Damit herzlich willkommen zurück im Fishing Planet am Wasserfall mit dem Randy und dem Glücki und immer noch in Oregon. Ja, wir sind hier alleine am Wasserfall, das heißt, wir haben mit dem. Oh, guck mal, man kann sogar durch den Wasserfall durch. Wir haben sie alle verjagt. Da kamen wir an und haben gesagt: Raus! Jetzt kann ich nicht reingehen. Ich kann ja richtig weit reingehen. Ja, ja, du kannst doch die Angel in den Wasserfall schmeißen und hoffen, dass du ein paar Lachse fängst. Ja, das geht wiederum nicht. Wenn ich mich dem Wasserfall drehe, geht gar nicht. Tschüss. Hier. Ja, doch. Aber ist ja so, dass Lachse normalerweise ohne Wasserfall hochschwimmen. Gut, hier an den flachen Stellen wird Käfig sein. Ich kann sie aber reinwerfen. Du kannst bis ganz vorgehen. Das funktioniert sogar. Nee, leider nicht erfolgreich. Die Angelrute hat den Boden getroffen. Psst. Hm. Willst du dort einen Fang? Ja, ich habe halt einfach mal zum Wasserfall geworfen. Was weiß ich. Siehst du aber auch schon, wie tief das hier ist. Aber von hier aus hast du ja auch eigentlich den idealen Spot zu den Bachforellen da drüben. Frage ich mich, warum hier keiner ist. Weil du weiter ausschmeißen musst. Du siehst rechts an der Felsmauer entlang, ja? Ja. Dann kommt so ein kleiner Felsen im Wasser und dann siehst du da hinten so ein bisschen Holz. Ja. Mit so ein bisschen Grün oben dran. Richtig. Und wenn du dahinter guckst, da ist eine Höhle, siehst du die? Ja. Da geht's rein, so ein kleiner Rundbogen. Mhm. Und da hast du Strömung. Da musst du aber bis auf so 50 Meter in die Richtung schmeißen. Dann quasi aufheben und dann rein. Und dann lässt sich, also bis in die Höhle rein, bestimmt nochmal so 20, 30 Meter, kannst du da nochmal Leine geben. Mhm. Da komm ich mit der Casting. Wirf doch da nicht hin, du Klapser. Ich habe jetzt zu wenig Leine drauf. Nicht so gut funktionieren bei mir. Ja, da machen die sich extra Mühe hier, machen da extra solche liebevollen Spots. Ja. Ja, die meisten, ja gut, ich weiß nicht, ob es die meisten wissen, aber es ist halt mühevoll dort. Danke. Aber ich denke mal, wenn es möglich ist, hier einzigartige rauszuziehen, dann denke ich mal hier bei der Höhle, weil ansonsten wäre das nicht so gemacht. Hm. Brauchst halt nur noch einen Köder dafür. Hm. Und wir haben im Chat nicht nur zu stehen jetzt hier. Bachforelle, 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 Bachforelle. Nö. Das ist nichts Besonderes mehr. Ich hätte das anders gemacht an der Stelle. Das ist sowas, was ihr auch selten rauszerrst. Hm. Ja, aber was? Weißt du, das Formel? Ich gehe ja doch schon mal davon aus, dadurch, dass es ja noch Early Access ist und später auch ein Beta ist, hast du ja keinerlei Anspruch auf Zeug, was du hier hast. Also sprich, die können einfach sagen, wir downgraden alles wieder, wir resetten alles wieder. Weil ich kann aber sie müssen dir zurückgeben, wenn du Premium hattest. Ja, gut möglich, ja klar. Also zumindest in Geld oder in Zeit. Aber dadurch, dass ja damals diese Überflut an einzigartigen Fischen war, glaube ich nicht, dass sie das so stehen lassen. Hm. Glaube ich nicht dran, weil da hätten die keine Balance später. Also welche gibt ja. Die da 200, 300 Gold mittlerweile haben. Die haben 10.000 Gold. Ja. Wenn du hier, die haben hier an dem Spot die einzigartigen Bachforellen da hinten an der Höhle rausgezogen. Mhm. Da haben die pro Bachforelle 26 Gold bekommen. Ach, da wegen so viel. Ja. Also da weißt du, was du da, also Viere gefangen, da kannst du dir hier schon das teuerste Ding im Spiel, was du für Gold kriegst, kaufen. Das ist, glaube ich, die Weste oder der Rucksack oder was das ist. Mhm. Also selbst ich könnte mir jetzt eigentlich schon fast alles für Gold kaufen. Ich habe jetzt 130 Gold, 133 Gold. Hm. Quasi durch Level-Ups und na, das, was du halt so machst. Hm. Ja. Cheater.
Kita Banana? Ich wechsle erstmal wieder, ja. Das wäre doch gelacht. Wenn ich jetzt hier mit meinem Pumpkin Melon nicht fange. Was ist immer noch auf Barsch? Mit einer Wassermelone. Und mit einer Wassermelone. Halbe Gas hier beim Reinholen. Barsche sind schnelle Fische. Wenn sie beißen wollen, dann beißen sie. Auch ins Bein. Pitchen auf 1, das müsste funken. Für Pose kannst du dir ja gar nichts kaufen. Ich glaube, mit Pose bist du hier, glaube ich, falsch. Jedenfalls hat der lokale Shop keine Köder. So, ja gut, die hast du ja auch vorher schon gekauft, normalerweise. In der Regel schon, aber normalerweise bieten die da ja überhaupt was an. Aber wenn gar nichts drin ist, ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür. Nee, muss nichts heißen. Na? Die Spinner gab es auch nicht in Dings in North Carolina. Gab es auch nicht die, und die sind eigentlich ideal für die Regenbogenforellen auch. Das ist halt, da gab es halt die Köder für die Regenbogenforellen in dem Shop. Da hast du ja schon mal Forellen gemacht. Und Forellen, ja gut, da gibt es nicht. Also es gibt einiges, zum Beispiel die Grillen und die Marshmallows und Dosenfutter. Glaube ich für Barsche und Forellen. Das, ja, das hast du halt da schon gekauft. Aber in diesen Shops hier würde ich sowieso nichts kaufen, weil das alles überteuert. Ja, das kommt noch dazu. Das sind halt lokale Händler. Ja, die sind immer teuer. Die wollen ja auch ein bisschen an den Touris was verdienen. Touris. So bleibt Duri. Das sind alles nur Touristen hier. Touristen, die angeln. Touri angeln. Und plupp. Und da ist was dran. An der Sache ist was dran, oder? Scheint eine Halsabschneiderforelle zu sein. Obwohl, man könnte auch noch eine Bachforelle sein. Es könnte aber ein Thunfisch sein, man weiß es nicht. Oder ein Kamel. Oder ein Kamel, aber es ist eine Halsabschneiderforelle. Es ist nicht möglich, weil mein Netz voll ist. Dein Ernst? Naja, stimmt, ich hab's ja nicht erklärt. Ach, ich bin ja auch doof. Ah, Gott, 24 haben wir 14, 13, nochmal einfach mal 20 bestätigen. Da dürfte es jetzt eigentlich 11 Uhr wieder sein, oder? 10 Uhr. Ich würde gern verlängern. 700 Erfahrung, 200, also haben wir wenigstens erstmal die Reisekosten wieder drin. Jetzt muss ich gerade nochmal hier gucken. Ja, auch wieder noch eine Stunde Vorsprung. Ja, danke, das war laut, scheiß Adler. Schreit er mir hier aus Ohrziel. Ich hab die Effekte alle runtergedreht. Ja. Ich meine, die Bohren da Tor genießen. Ja, klar. Wenn da so ein Bär von der Seite kommt, macht dann. Das musst du doch spüren. Das spürst du dann schon, wenn die Tatze im Nacken ist. Ja, die können doch ganz lieb sein. Musst nur Honig dabei haben. Ah, wenn der Pool den Bären trifft mit seinem roten T-Shirt und dann hinter lang rennt. Oh, hallo! Hast du Honig? Hast du Ferkel gesehen? Das wäre so gut. Da sag ich nein, Benny. Doch nicht. Versuch's da drüben mal. Okay. Ferkel! Ferkel! Ja, ist ja mal, ja gut. Das Coolste bei Winnie Pooh war immer noch dieser komische Biber oder was das war. Da gab es ja erstmal den Esel, dieser, ich glaube, da hieß IA, oder? IA. Und da gab es diesen komischen halt noch, ne? Diesen. Ja, Biber halt. Oder was das war. Der hat auch immer so komisch geredet, so hallo. Ja, ja. Das war irre, aber. Ja, das war so irre. Da hat mir gefallen. Es ist wie bei. Wie der Fisch bei. Wo war das? Family Guy? Klaus. Der hat ja, gequatscht so. wie Schulz von Kevin Verleiden. Ja, die schön geil oder so. Also kann ich gar nichts dafür. Also auf Deutsch ist das alles gut, ne?
Oh. Das war eine Folge, liebe zu Weihnachten. Oh, Klambus, du hast den Zug ja zum Fahren gebracht. Na klar, mein Opa war damals der Führer in Auschwitz. Nein, 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 nicht da! In Auschwitz gab es auch noch mehr! Die sind weitergefahren. Ja, aber gerade dieser Humor, weißt du, das ist ja. Da scheißen die Amis ja auf alles. Ja gut, die deutsche Übersetzung ist nicht ins ne? Nee, die deutsche Übersetzung ist auch nicht ins Drehen, das ist richtig. Wenn das. Meiste muss hier gerade so Sitcoms und so, das ist besser, wenn du das auf Englisch schaust. Ist ja allgemein, das hast du ja auch bei South Park im Allgemeinen. Bei den Spielen Stick of Truth oder so, war ja auch bloß Englisch synchron. Ist halt auch ein bisschen ungewohnt, wenn du halt nur die deutsche Synchro kennst. Aber ja, kommt in Englisch manchmal auch alles ein bisschen besser rüber, ist richtig. Aber allgemein dieser derbe Humor, den die dort haben, das kannst du dir mit der deutschen Produktion gar nicht vorstellen. Da werden die alle viel zu eingeschissen hier. Den und den. Da, 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 da. Da ist so eine komische Insel hier in der Mitte. Insel. Ja, also vorstehendes. Ich würde es eher Halbinsel nennen. Eine Insel mit zwei Bergen. Oh, komme ich sogar bis zum Holz, Respekt. Respektchen. Da war aber wieder der Adler. Bedeutet eigentlich, er hat einen Fisch gesehen. Wenn er schreit, dann muss er irgendwie. Ein Startersprache, ja. Naja. Die schreien ja nicht ohne Natürlich, Grund, der da hat muss ja einen irgendwas Fisch. sein. Der hat einen Fisch gesehen, nicht wahr? Ja. Oder irgendeinen komischen Angler. Den er gleich wegfängt und sein Nest trägt. Naja. Wir sind ja Damit nicht seine Jungen zu bei. füttern. Wir sind ja nicht beim Brummelhunter. Ich weiß gar nicht, ob sich bei den Spielen mal ausgetan hat. Ja, hat sich. Ja. Ist glaube ich unter. Ist das jetzt unter Beta? Gar nicht. Da hat es irgendwas. Also, die haben da nochmal so ein paar Auflagen, die Dinos neu überarbeitet und auch diese von den Flugdinosauriern und irgendwas nochmal überarbeitet. Also, kam schon immer mal ein paar Updates. Ja, die Idee ist ja nicht schlecht, was war Bilder so wie der Hunter, dass man halt Dinos jagt, dann ist andersrum. Ja. Ja, ne, das war unrealistisch. Kann Dinos auch jagen, kleiner. Man muss halt noch vorsichtig sein. Ja, aber nur die größeren, es müsste halt mehr wie der Hunter sein. Also so, dass es wirklich von Anfang an Ausrüstung gibt, dass du irgendwo startest und dann in ein abgesperrtes Gebiet reingehst, wo die dann sein könnten. Und ab da ist halt höchste Vorsicht geboten. Aber da bräuchst du halt auch sowas wie irische Nachtsichtgeräte oder so, dass du dann in der Nacht dort. Also so mehr wie DayZ, weißt du, dass du dir dann auch irgendwo an einer sicheren Stelle dein Zelt aufstellen musst, eine Nacht überstehen musst oder so. Das wäre es halt noch. Dass du dir vielleicht noch Essen besorgen musst irgendwie. Weil die Grafik schlecht ist die ja nicht. Nein, schlecht ist sie nicht. Das Areal ist ja auch recht groß, also. Aber es ist schon, naja, es ist schon mehr an die Realität angelehnt, dass du wirklich, wenn da so Dino kommen, dass du da größtenteils hilflos bist und dass du dir eigentlich schon trotzdem, auch wenn das nur ein Spiel ist, ganz schön einscheißt, wenn so ein T-Rex auf dich zukommt und du ständig um den Baum rennst, bis er keine Lust mehr hat. Das war eine Aktion. Meine Güte. Das war cool. Und da bewegt er sich so langsam, aber du denkst, komm, renn schneller, und dann hat er der Baum so eine komische Höhle gehabt, wo ich ja gedacht habe, gehst du da rein, kommt er da rein, backt er sich da rein mit seinem Maul.
Ob der sich erwischt? Das wäre dann bestimmt eine geile Aufnahme gewesen, hätte der dort einen gebissen. Aber ich hab's halt nicht drauf angelegt, ich bin halt nur drum rumgelaufen. Ständig. Hm. Hat er dann Odilus verloren. Ich hatte ja eher mal den Bug, dass er irgendwo rumgepackt ist und an den Bumm nicht weitergekommen ist und mich halt mal angeguckt hat. Hab schon mehrmals auf den geschossen, hat sich nichts getan, der hat sich nicht berührt. Da bin ich kurz zu dem vorgelaufen und sag, wo er steht. So hab ich die Folge, dann bin ich aufgestanden, bin zum Fenster, hab eine gerucht und hab dann einfach die Aufnahme später ausgemacht. Da hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Nee, geht doch nicht einfach so ran. Naja, ich wollte halt wissen, was jetzt Phase ist. Ist er tot? Ist er nicht tot? Weil er war wie eingefroren. Hm. Jetzt sind doch mal an die Beine gehauen. Dann kracht er zusammen. Kurz mal gegen das Schienbein getreten bei so einem, was weiß ich, wie wiegen die T-Rexe? 1,8 Tonnen? Nee. Ne. Mehr. Mehr. 180 Tonnen? Einiges mehr. Was, wie viel? 180. 180 Tonnen. Whatever, was wie sicher sind diese Dinos wiegen. Sie sind groß. Naja, die sind groß, aber ich glaube, die, was wir da gehabt haben, 6 bis 8 Tonnen. Gut. Echt, also 180 Tonnen, Alter, das sind wir schon wieder im Megakran-Bereich. Oder das ist ja auch ca. eine Füllmenge eines Muldenkippers. Hm. Also das, was du an Erde auf dem Muldenkipper hinten drauf schmeißen kannst, sind so 180 Tonnen. Zack, da ist er zu mir gesprungen. Blub. Direkt vor die Köhle geschmissen. Aber meine Freunde, wir sind auch wieder fertig für die Woche. Ich danke fürs Zuschauen. Da klicke ich auf. Ne, aber dann wird aber auch ab, ja. Ja, eigentlich ja nicht, aber nicht gut. Es ist ja, man sieht ja nur der Sachsen als Player aus dem Chat vorhanden. Ich war eigentlich gar nicht da, nee, ich habe ja ständig rumprobiert und ja, mit weniger Erfolg, muss ich dazu sagen. Aber ja, das war's für die Woche Fishing Planet und ja, ihr könnt ja einfach in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht noch sehen wollt. Wo denn die Tutorials von Randy bleiben und die kommen ja schon noch, Mensch. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ja, tschüss.